Im grünen Wald die rote Stadt, die ein zerschossen Rathaus hat. So steht es bis heute am Rathaus in Suhl in Thüringen. Ein Andenken an den rechtsnationalen Kapp-Putsch gegen die Weimarer Republik vor gut 100 Jahren. Und auch wenn seitdem viel Zeit ins Land gezogen ist, der Farbe Rot ist die Stadt treu geblieben. Die Sympathie für die Partei Die Linke ist hier also historisch über Jahrzehnte entstanden, bis sich das BSW von der Partei abgespalten hat. Holger Körner war mittendrin in Suhl, wo seitdem darüber gerätselt wird, wie es nun weitergehen soll mit der Partei. Fast 40.000 Menschen leben hier in Suhl. Bis vor 10 Jahren war die Stadt eine Hochburg der Linkspartei. Über 30% der Stimmen hatte sie damals geholt. Jetzt sind die Linken hier zu einer 10%-Partei geschrumpft. Stammtisch in der Geschäftsstelle. Sie machen sich Sorgen um den Zustand der Partei. Wir sprechen nicht mehr die Sprache der Wählerinnen und Wähler. Wie kriegen wir das irgendwie wieder aufgelöst? Wie kriegen wir das irgendwie wieder verändert? Ich war nicht der Auffassung, dass wir an den Leuten vorbeiarbeiten. Das glaube ich nicht. Aber warum? Und das bewegt mich. Und da finde ich keine Antwort drauf. Vor 2 Jahren waren wir schon einmal hier. Damals beherrschte die Diskussion über Sarah Wagenknecht den Stammtisch. Sie war da noch Bundestagsabgeordnete der Linken, wollte die Partei aber schon verlassen. Wenn die uns hilft, mehr als 3 Direktmandate zu holen, aber damit sie auch hilft im nächsten. Uns halt nicht. Das ist deine Meinung. Aber das Problem ist ja, sie hat ja kein Interesse, die Partei voranzubringen, sondern sich selber voranzubringen. Genau. Sie kann erstmal nach außen wirken. Und mit Verlaub, was wir als Parteispitze haben, kannst du in die Tonne kloppen. Du nicht! Auch heute geht es wieder um Sarah Wagenknecht und um ihr neues Bündnis. BSW, alle, die von Linken darüber gelaufen sind, das ist für mich eine Riesenenttäuschung. Rund 18% Stimmenanteil hat das BSW bei der Landtagswahl im September in Suhl gewonnen. Fast so viel, wie die Linkspartei verloren hat. Wir müssen immer wieder betonen, wir sind die Linke, aber ich verweigere auch Hass gegen die BSW. Den verweigere ich. Es sind unsere Leute gewesen. Da sind viele Freunde von mir dabei. Und ich lasse mich nicht trennen, nur weil wir politisch nicht mehr die gleichen Ziele haben. Ratlosigkeit auch beim Thema Migration. Hier in Suhl steht Thüringens Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber. Viele Linke engagieren sich hier ehrenamtlich. Ich sag mal so, uns hat es bestimmt viele Stimmen gekostet, weil wir eben hier in Suhl eine Erstaufnahmeeinrichtung haben mit geflüchteten Menschen. Wir als Linke immer an der Seite waren und auch sind. Links sein ist ja viel mehr als uns um Asylbewerber kümmern. Also Friedensinitiative findet hier aktiv statt und also wir haben so viele Sachen. Ja, es ist ein falscher Zungenschlag. Ja. Insofern bei uns drin ist, dass wir jetzt sagen, die CDU hat das damals eingerichtet. Das stimmt. Aber 10 Jahre lang hat eine linksgeführte Regierung, Landesregierung nicht geschafft, dort oben für ordentliche Verhältnisse zu sorgen. Steffen Hartwig, einer der 4 linken Stadträte in Suhl, widerspricht. Nicht die da oben seien schuld, die Basis müsse mehr Verantwortung tragen. Der 55-Jährige wird Südthüringen auf dem Bundesparteitag in Halle vertreten. Ich freue mich auf Diskussionen, auf Strömungen kennenzulernen und ja, zu gucken, und auch zu entscheiden, ist es eine Zukunftspartei oder ist es keine Zukunftspartei? Wenn das in die Hose geht, ist es das letzte Gefecht gewesen für die Linke. Und das heißt, es gibt Zweifel, ob es in 2 Jahren den Stammtisch der Linken in Suhl so noch gibt.